Hallo ihr Lieben, Mahlzeit, grüßt euch, herzlich willkommen und Servus Lana, wo seid ihr denn? Zur späten Stunde wollte ich schon sagen, zur Mittagsstunde. Das letzte Live war ja abends. Meine Güte, meine Güte. Ich bin endlich mal wieder da bei euch. Ja, ich habe euch ja versprochen, ich komme jeden Tag live, aber irgendwie, boah, war jetzt so viel los die Wochen bei mir. Ein Wahnsinn, ein Haufen Online-Partys, Facebook-Party, WhatsApp-Party. In den Facebook-Partys gehe ich ja auch immer live. Da hatte ich zwei Stück, dann zwei WhatsApp-Partys, Partyvorbereitung für Samstagabend, ein Haufen Lieferungen, dies, das, naja, und das ganz normale Leben drunter nei halt. Ja, ich warte jetzt mal einen kurzen Moment, bis jemand mit reinschaut. Ah, ich bin total aufgeregt schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf meiner Seite. Sensi ist ja der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Jetzt hat man erst den Sale, ja, mit dem ganzen Wasch- und Putzzeug und so weiter. Ja, also da habe ich mich auch ein bisschen eingedeckt natürlich. Ii, ganz klar. Und heute Abend geht's weiter und zwar mit unseren Kuscheltieren und nicht mit irgendwelchen Kuscheltieren, nein, mit lizenzierten, das heißt Disney, Marvel. Also das sind so Gestalten, wollte ich schon sagen. So süße Gefährten dabei wie der Sven, ja, der Elch von Frozen. Ich komme immer gar nicht auf die Namen. Dann wird dabei sein der Kermit, die Miss Piggy, Nightmare Before Christmas, der Jack und seine Sally und seinen Zero. Ja, die kommen alle heute Abend rein in den Sale. Ist das nicht geil? Oder Marvel, Black Panther ist auch dabei, Bugs Bunny ist dabei, Daffy Duck, Sylvester, also die ganzen, na sagt's mir, Looney Tunes Freunde mit ihrem Duftsegler. Ach Gott, total schön. Und die werden bis zu 50% reduziert sein. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das bei Disney und Marvel, ja, diese lizenzierten Buddies, die sind ja immer noch viel, viel teurer als unsere normalen. Und jetzt werden die bis zu 50% reduziert. Aber nur für 48 Stunden. Also heute Abend, 20 Uhr geht's los. Wie immer sage ich immer dazu, plus minus 5 bis 10 Minuten. Also es macht gar nichts, wenn man da um 7:45 schon da ist und drauf wartet, ja. Jetzt kommt das Ganze mit der Warteschleife wieder, das habe ich euch schon ganz, ganz oft erklärt. Ihr geht auf die Webseite. Wenn die Warteschleife noch nicht angezeigt ist, dann ist auch der Sale noch nicht online, ja? Da kriege ich immer wieder die Frage, ich meine, ich bin auf deiner Seite, aber die Sachen sind noch zum normalen, sind ja zum normalen Preis drin. Da sage ich, okay, pass auf, dann warte noch 2, 3 Minuten und dann versuchst du es nochmal. Also solange keine Warteschleife zu sehen ist, ist die Webseite auch noch nicht auf Sale umgestellt. Ja, und dann, wenn ihr in der Warteschleife seid, bitte warten. Ja, wisst ihr ja, das können wir Deutschen ja ganz gut. Bitte warten. Nichts rumaktualisieren oder wieder rein, wieder raus, wieder rein. Das hat überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, das kostet euch euren Platz in der Warteschleife. Drinnen bleiben, dann kommt irgendwann unten ein Kästchen, wo drin steht, ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt noch, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, whatever, da kann auch einmal 30 Minuten drin stehen, ja, hatten wir auch schon. Also das Längste, wo ich mal in der Warteschleife festgehängt bin, war, ja, eine halbe Stunde, ja, das war einmal, ja. Diese Zeit, die muss auch nicht unbedingt dann in Echtzeit runterlaufen, also es kann auch sein, dass 10 Minuten dort steht und ihr trotzdem in 2, 3 Minuten drinnen seid. Ja, wer macht denn da Herzis? Wer ist denn das? Ist das mein Anja? Servus la! Sagt ruhig mal Hallo und sagt einmal Servus la, meine Herren. Servus la, Babsi, ses Grispala. Ey, hör ja mal, wie geht's dir? Na, mir geht's gut, Mensch, das war's doch. Wenn ich super Sensi-Neuigkeiten hab, da geht's mir immer gut. Na, mir geht's auch sonst gut. Also, 99,9% geht es mir gut, ja. Hi Bianca, grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Na, bist du schon in Sales-Stimmung? Ey, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was da abgeht momentan. Wahnsinn, Wahnsinn. Der Hammer. Ihr müsst euch mal geben, letztes Jahr war das so krass, dass Sensi nicht einmal ein Sale hätte anbieten können. Wir hatten zu tun, dass man die
Katalogprodukte, die regulären Saisonprodukte, dass die verfügbar waren. Ja, also da war 60, 70% vom ganzen Katalog nicht verfügbar, nicht lieferbar. Ja, die Kunden haben ihre Düfte bestellt, ein Sechserpack Düfte, da hast froh sein können, wenn einer davon auf Lager war. Also da hast du fei echt, echt zu tun gehabt. Aber da ich ja sowieso die besten Kunden ever habe, habe ich das natürlich gemanagt, ja. Meine Kunden sind Gott sei Dank relativ flexibel. Die sagen dann, ja, wenn es den nicht gibt, dann nehmen wir halt einen anderen, ja. Also, es gibt ja Gott sei Dank viele Alternativen, aber da wäre an sowas wie ein Sale, überhaupt nicht zu denken gewesen letztes Jahr. Wieso stehen da jetzt so Zahlen da? Was stehen denn da für Zahlen? Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Bei dir steht 1, bei der Bianca steht 3. Ich frage mich nicht, ey. Immer wieder was Neues auf Facebook. Immer wieder was Neues. Ja, sonst war immer irgendwas mit Abonnent dort gestanden. Jubiläumsabonnent oder Dauerabonnent oder Top-Abonnent oder was weiß ich. Jetzt denn halt Zahlen dort. Hi Simone. Ja, hast du schon gesehen? Ich habe es in unserer Partygruppe, habe ich es auch geteilt, dass heute Abend wieder Kuscheltier-Sale ist. Ne? Weil wir es da erst doch drüber hatten, ne? Mit der Dings, mit der Olga. Mit den Kuscheltieren, das kommt ja wie gerufen, ne? Natürlich wie gerufen. Ja, was hat's mit einer Kuscheltier überhaupt auf sich? Einmal die Kurzversion, die meisten, die da sind, die kennen das ja. Bei dir steht Topfan, das siehst du? Ja, kannst die von und zu schreiben. Von und zu Göttfert. Ja, ich habe wie immer meinen Elefanten dabei. Das ist immer mein Repräsentant für sämtliche Buddies, weil ich persönlich muss leider gestehen, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Disney-Buddy daheim. Einfach weil mein Sohnemann gar nicht so der Kuscheltier-Freak ist. Dem habe ich was anderes letztes Mal mitbestellt, das zeige ich euch dann auch mal. Ja, dann haben die alle hinten ihren obligatorischen Reißverschluss, in dem man ein Duftsäckchen geben kann. Bei den normalen Buddies ist es so, dass man sich das Duftsäckler aussuchen kann. Bei den lizenzierten Disney- und Marvel-Buddies heute Abend ist es so, die haben ihren eigenen Duft. Die bringen ihren eigenen Duft schon mit. Also da kann man leider keinen Duft auswählen. Die haben ihren eigenen immer dabei, weil Sensi produziert praktisch eine komplette Reihe, wenn da was rauskommt von den lizenzierten Dinger. Da gibt es dann meistens Kuscheltier, Duftsäckler und den gleichen Duft als Duftwachs. Ne? Und das ist immer ein Ding. Ne? Der Sven hat seinen eigener Duft und der, na, sagt man mal irgendein von den Gesellen, der Kermit hat seinen eigener Duft und das ist einfach so. Ich hab den Sven, der ist toll. Ja, das stimmt. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verkauft. Und je mehr Kundenbilder ich da sehe, umso mehr juckt's mir in die Finger, dass ich den mir auch mal hole, ne? Ja, schön ist der schon. Also, Duftkissen für da hinten rein. Oder aber, man verwendet das Duftkissen separat. Also man muss das nicht da hinten reinmachen, man kann das da hinten auch einfach leer lassen. Oder die Kiddies, die finden da schon irgendwas, ja. Und wenn sie ihr Bonbonpapiere da reinstecken, dass keiner sieht, das heimlich gnascht schon in ihrem Zimmer. So, da gibt es die tollsten Dinger, ne? Die Duftsäckchen, die kann man sich dann auch, ja, das sage ich immer wieder, jetzt kommen wieder meine Schallplatten, ne? Die Duftsäckle kann man sich in Schrankhänger zum Beispiel, im Schuhschrank legen, in die Arbeitstaschen, Fitnessstudio-Taschen. Man kann die sich auch ins Auto hängen. Ich habe es ja ab und zu mal im Auto hängen, wenn ich meinen Duftventilator. Hi Andrea! Mensch, jetzt habe ich dich fast überlesen. Wie geht's dir, Schneggelein? Wie geht's dir? Wir haben ja heute nicht so tolle Nachrichten gekriegt, ne? Hast die E-Mail bestimmt auch gekriegt, oder? Ich sag nur Weihnachtsmarkt, Märkte. Ich könnte schon wieder. Naja, egal, das gehört jetzt doch nicht her. Wir lassen uns unsere gute Laune nicht verderben. Also man kann die Duftkissen auch separat verwenden. Sie kommen halt immer zum Kuscheltier dazu. Aber wie man sie verwendet, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Hi Bubbe! Die Isabel ist da, die Isabel. Hi, ai, ai, es füllt sich. Und die Anja hört gar nicht mehr auf mit ihre Herzle. Du bist der Hit, ey. Dir muss ich auch unbedingt einmal was Gutes tun, ehrlich wahr. Dass du mich da immer so unterstützt. Ach, ist das schön.
Jo, habt ihr eine Frage zu den Kuscheltieren beziehungsweise zum Sale heute Abend? Ja, Susilein. Grüß dich, Gott, schöner Gegend. Ach, ist das schön, ja? Heute ist einmal eine gute Zeit, ja? Habt ihr schon die ganze Woche gelungert und auf mich gewartet, ne? Und ich habe euch so schmählich im Stich gelassen. Ich habe einfach keine Zeit gehabt, nicht einmal Zeit gehabt, dass ich einmal mich da herhocke und einmal eine Stunde live gehe, ne? Das sollst nicht glauben, wie manchmal, wie verrückt und wie vollgestopft manchmal da unser Alltag ist, ne? Fürchterlich ist das. Ja, gut. Aber c'est la vie. Okay. Jetzt zeige ich euch einmal, was ich meinem Sohnemann mitbestellt habe das letzte Mal. Und zwar hat's ja jetzt muss ich schon rechnen, im vorletzten Sale hat's ja 20% auf die Duftventilatoren gegeben. Schneckerlei, ich komme mir gerade vor wie bei TikTok mit den Liken. Ja, das ist das Nächste, da habe ich einmal keine Zeit. Ey. Ich habe so viele Ideen und so viele Dinge. Ich müsste mir echt einmal, wenn ich einen freien Tag habe, müsste ich mich echt einmal nachhocken und einmal was ich, mir so zig Videos vordrehe, die ich dann einfach da immer so reinklatsche. Aber mir ist das live immer lieber so. Na, wegen so babbeln und so. Unsere Freundin sagt, man darf sie nicht legen. Ist doch Quatsch, oder? Weil angeblich die Öle auslaufen. Ach, die Sandpacks. Naja, ich sage mal, so ganz, ganz Unrecht hat sie da nicht. Es kommt natürlich drauf an, wenn man diese Duftsäckle etc. im Auto auf die Armatur legt, da kann schon sein, dass wenn es ein wenig warm ist, dass da ein bisschen, ich meine, auslaufen ist übertrieben, aber dass ein paar dübbelndes Tröpfle austreten aus dem Duftgranulat, also das kann passieren und dass dann auf der Armatur ein bisschen irgendwie ein Film ist. Oder wenn ihr ein recht teures Holz habt im Schrank und ihr legt euch das hier, aber das macht ja keiner, also kein normaler Mensch. Da ist ja so ein Aufhängerler dabei, ne? Ein Duftbaum, den hängt ihr euch ja auch rein ins Auto und legt ihn nicht hier, ne? Genau, voll cool. Vielleicht ist was für Olga dabei. Ja, genau. Ja, ich hoffe, sie sieht's. Aber ich kann es ihr ja mal schicken. Ah, ich habe sie ja mittlerweile in meine Kontakte abgespeichert. Ah, ich meine, im Kuscheltier liegt es ja auch. Ja, na, da ist nichts. Wie gesagt, wenn es jetzt so empfindliche Oberflächen sind, ne, wie ein Armaturenbrett vom Auto oder so, wie hast denn das Holz da? Das, naja, ihr wisst schon. Was ganz, 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 ganz hochwertig ist, und man legt es da hin, aber dann muss auch gescheit warm sein, ansonsten tritt da sowieso nichts aus. Also das ist eigentlich ein Quatsch. Leg's in die Schlüpfer. Ja, okay. Ja, unsere Freundin macht das vielleicht. Oh Gott, ey Gott, sind mir furchtbar. Was ist heute doch noch normal? Ja, da hast recht, Anja, gar nichts. Nix ist normal. Ich schreibe ihr nochmal oder du. Ja, ich schreibe da dann noch einmal. Oder schreibe da du, sonst ich, weil wenn ich jetzt da mit meinem Live, dann vergesse ich es vielleicht wieder. Also, im vorletzten Sale, das ist der Wahnsinn, oder, was momentan abgeht, gab es ja 20% auf unsere Duftventilatoren, auch auf die Kinderdinger, also die Disney-Dinger. Und da hat sich meiner jetzt, schau doch mal das Ding an, also der liegt mir, glaube ich, schon ein halbes Jahr da damit in die Ohren. Er will diesen Spider-Man-Glaskopf da, ne? Also, ich weiß ja nicht. Ich hätte ihn jetzt nicht braucht, ich hätte mir den auch nicht gekauft. Aber, ja gut, Kinder halt, ne? Aber ich muss echt sagen, der war ganz schön groß. Der kommt mir ganz schön groß daher, vom Kopf her. Und der ist auch so richtig knuffig. Richtig knuffig. Mal schauen, was habe ich denn da für Duft rein? Jammy Time habe ich rein. Na ja, klar. Mama, die denkt sich natürlich irgendwas dabei. Ne? Lavendel. Lavendel beruhigt. Na ja, cool. Aber das ist total cool, ne? Aufgemacht natürlich wie ein ganz normaler Duftventilator für die Steckdosen. Leuchten tut er auch nicht. Das braucht es bei dem auch nicht, weil der ist sowieso nicht so oft in seinem Zimmer. Also richtig schön, ne? Jungszeug, ja genau, der ist ja cool. Ja, wie gesagt, für mich hätte man den natürlich nicht gekauft, ne? Aber für meinen Plan, und dann hat es ja 20% gegeben, da habe ich mir gedacht, ja, alles gut, dass er Ruhe ist. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich hebe den auf für heute für den Pelzermantel. Ja, Scheißdreck, nix war's. Das hat er gleich mitgekriegt, wo da die Lieferung gekommen ist. So schnell habe ich gar nicht schauen können, hat den der schon gesehen gehabt. Ne? Und dann kannst du natürlich nicht sagen, ne, kriegst den drei Dochersch, ne?
Das funktioniert bei meinem Sohnemann nicht. Wenn, dann hätte er nicht sehen dürfen, ja. Total schön. Total schön. Und dann habe ich mir natürlich nur wieder ein bisschen was für mich mitbestellt. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, diesmal ist wirklich ein bisschen. Für was? Für ein Pelzermantel hast du es bei euch nicht Pelzermantel heute. Am 11.11. ist bei uns in Mittelfranken der Pelzermantel. Wie hast du das in Gar? Hä? Wie hast du das bei den Untergefrank? Pelz a Mörtel. Ja. Christina, jetzt muss ich echt lachen, ja. Das, was du weißt, das liest sich wie auf einer Speisekarte von so einem Gourmet-Restaurant. Pelz a Mörtel. St. Martin. Nein, bei uns ist heute 11.11. Halt echt. Naja, ich muss auch sagen, der Pelzermörtel ist ja für die evangelische Fraktion. Der Nikolaus am 6.12., der ist ja was Katholisches. Naja, klar. Und mein Kleiner ist ja im katholischen Kindergarten. Bei denen hast du es halt auch nicht Pelzermörtel. Da ist auch St. Martin mit dem St. Martinsumzug. Aber bei uns Kinder war das sonst immer der Pelzermörtel. Und da meine Eltern gemischt waren, also konfessionsmäßig, mein Papa war katholisch, meine Mama ist evangelisch, hab ich zum Pelzermantel und zum Nikolaus was gekriegt. Nicht schlecht, ne? Obwohl ich auch katholisch war. Ja, aber gekriegt habe ich zu beiden auch was, ja? Einwandfrei, ne? Einwandfrei. Schön. Also jetzt müssen wir mal aufhören, das Babbeln, Mensch. Und zwar habe ich mir, jetzt lacht nicht, jetzt lachen sie bestimmt gleich wieder, Hundezeug habe ich mir mal mitbestellt. Jetzt erfahrt ihr mal ein ganz, ganz dunkles Geheimnis von der Superstar Steffi, Superstar-Sensi-Beraterin Steffi Müller. Das Hundezeug ist jetzt, glaube ich, schon bald 2 Jahre im Sortiment. Und ich habe mir noch nie was von dem Hundezeug gekauft. Weil ich noch nie einen Hund gehabt habe. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Viele von meinen Kundinnen haben Hunde. Oder von meinen Freundinnen. Und eigentlich müsste man ja so weit denken, dass man sagt, man muss das wenigstens einmal getestet haben. Jetzt hat eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir, die hat einmal gesagt, das ist übrigens ein Shampoo, ein Hundeshampoo. Und die nimmt es für ihre Haare auch. Du spinnst, oder? Naja, was für ein Hund gut ist, das kann ja für uns nicht schlecht sein. Ey, weißt du was? Den Fett, den mache ich mir jetzt einmal. Ich bestelle mir einmal so einen Hund, wie das bekommt. Für meine Haare tut sie das auch. Sag mal, ich wohne in Mittelfranken. Mein Mo evangelisch, ich katholisch. Kannte das mit dem Pelzermantel auch nicht. Meine Kinder kriegen auch erst am Nikolaus. Ah, okay, krass. Wahnsinn, ne? Ja, gut, das langt ja auch. Ich meine, ich war ja bin ich immer noch ein Einzelkind, ne? Der ist mega laut meinen Kunden. Du hast doch keinen Hund. Na, ich hab keinen Hund. Aber ich hab Haare. Ja, zwar bloß ein paar, aber ich hab ein paar Haare. Und bei denen werde ich das einmal, als werde ich heute sogar machen. Ich gehe später noch baden. Und dann werde ich meine Haare einmal mit dem Hundeshampoo waschen. Meine Kunden sind sehr positiv überrascht. Ja, das Einzige, was ich ab und zu mal gemacht habe, mir solche Probedinger bestellt, ja. Das habe ich mal gemacht gehabt, aber auch sehr unregelmäßig. Was habe ich denn da überhaupt genommen? Sweet Pea and Chia. Das war immer, das ist bestimmt innen drinnen. Ja, genau, ist innen drinnen so ein Ding zum Aufmachen. Ah, mit einer Lächel, das ist immer gar nicht so einfach. Komm ja aus Unterfranken, bin nur ein Neikeier, der Mittelfränkin. Ah, schön, cool. Naja, ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber Uffenheim gehört für mich schon immer zu Mittelfranken. In Uffni geht der Gar schon los. Das ist schon sehr arg unterfränkisch angehaucht. Also rein geografisch gesehen gehört es noch zu Mittelfranken, aber naja, finde ich nicht. Irgendwie zeigt es mir nicht alle Nachrichten an. Ja, ist normal. Isabel, das ist normal. Das ist bei mir auch so. Das kann ich dann oft als einmal erst nach dem Live sehen. Jetzt muss ich da mal schnuppern. Riech jetzt da noch nicht so viel.
Ja gut, es soll ja für den Hund sein, ne? Der soll ja nicht hinten noch rumrennen wie in der Parfümerie, ne? Echt, es geht mit hundischer Mutti Haare waschen, kannst ja dann berichten, wie deine Haare reagieren. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ausprobieren durch das auf jeden Fall. Ich denke echt einmal, wenn der Hund, hoffentlich hört es mal Friseurin nicht, wenn der Hund, was für den Hund gut ist, kann ja für uns alle schlecht sein. Denke ich mir mal so, ne? Weil, man, wenn ich jetzt diese üppige, lockengestylte Mähne hätte, dann, ja, der würde vielleicht sagen, okay, traue ich mir nicht, aber war denn der Schnittlauchlocken da? Da wird sie nix. Genau, das war mal das Shampoo, das ist ein Riesending, ne? 473 Milliliter, naja, das sind halt wieder diese Ami-Mengenangaben. Deswegen sind die so grummelum, also das ist schon 500 Milliliter fast, ein ganz schön großes Ding. Das dürft aber mein Mann nicht sagen, dass Ufni kein Mittelfranken ist. Ja genau, Ufni, da geht's nämlich schon los, Ufni. Alles, was in Richtung Unterfranken geht, bei denen ist alles mit I hinten aus. Ufni, Winzi, ja, Bad Windsheim sagen die Winzi. Ja, das ist Unterfrankenslang. Weil bei uns geht alles mit A eigentlich raus. Ufna, Winzer, Lenkerscher, Kühlzer, Erchascher, was weiß ich, was da alles kommt. Ich glaube, die Leute halten uns für verrückt, wenn man das jemandem erzählt. Ja, also ich werde sowieso regelmäßig für verrückt erklärt. Also von daher habe ich aber auch nichts dagegen. Wer kommt hier aus Uffenheim, lach? Na, wer wohl immer der, wo so blöd frech? Du bist doch selber von Uffner. Aber du bist ja, naja, du bist ja von drüben rüber. Das ist ja, das kann man ja sowieso nicht vergleichen. Hi, Maike! Nein, alles gut. Also ich habe nichts gegen Menschen aus anderen Regionen oder anderen Bundesländern, ne? Nur um das einmal klarzustellen. Ich habe auch nichts gegen Menschen aus aller Herren Länder dieser Welt. Das ist mir total wurscht. Egal, ich mache bloß immer gerne ein wenig Späßler, ne? Ich bin aus Ems, genau, ja. Naja, Emskern, da kann ich ja nie verspotzen auf Emskern, ne? Ach ja, was haben wir da noch? Ein Freshen Up Pub. Freshen Up Pub, so steht's dort. Ah ja, ihr seht bloß spiegelverkehrt. Ein Dog Deodorizing Spray. Also das ist nicht, ja, das kann man auf den Hund sprühen, aber das ist vor allem für das, wo der Hund um und dumm kugelt, ne? Für sein, na, sagen wir's. Manchmal haben wir so ein riesen Kissen für den Hund. Wie hast du denn jetzt das? Ah, ich wisst schon. Hundekissen, Hundekorb, was weiß ich. Und ich spotz zurück, mach mal einen Spotzkrieg, genau. Komm aus Sachsen, wo die schönen Mails auf den Bäumen wachsen, noch freilich. Oh, schön. Ja, aber wenigstens ist ja dein Mauer, Franke. Wenigstens was. Tea Tree and Peppermint, also das denke ich ja mal, dass das irgendwas Frisches ist. Sprühe ich ja mal. Kommt sogar was raus. Oh, das riecht. Oh, das riecht wirklich pfefferminzig, du. Pfefferminzig, ja. Ja, also das ist praktisch ein Geruchsbeseitigungsspray. Gerade jetzt in so einem sauberen, tut die Hund, glaube ich, auch gerne mal ein wenig stinken an, ne? Gerade wenn sie ein wenig längere Haare haben und so, ja. Also ich bin ja da nicht so. Ich habe selber noch nie einen Hund gehabt. Aber meine Tante hat schon immer einen Hund gehabt. Meine Oma, die haben früher mal einen Hund gehabt. Also. Ich kenne auch Hunde, ja. Ich weiß, was Hunde sind und was Hunde so machen. Und ich weiß, dass die oft, wenn ein wenig so Regenwetter ist, gerade im Herbstzeit, dass die oft einmal ein wenig so einen muffelten, so einen typischen Hundegeruch halt haben, ja. Oder wenn ein Hund im Auto rumfährt, im Kofferraum hinten vielleicht, da kann man das einmal ein wenig sprühen. Ich muss bloß einmal lesen, ob man es direkt auf den Hund auch sprühen kann. Ich weiß jetzt, ob ich das machen würde. Wieder was anderes. Jetzt müssen wir mal schauen. Vorgebrauch gut schütteln. Ja, haben wir natürlich gemacht. Spritzen Sie das Spray auf die Fellwurzeln. Ah ja, doch. Und massieren Sie es sanft in das Fell und in die Haut ein. Ah. Also kann man es auf den Hund auch sprühen. Ja, ich muss mich korrigieren. Es ist, also in der Gebrauchsanweisung steht drauf, dass es auf den Hund gehört. Ja, also ich nehme alles wieder zurück, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gedacht, das ist ein wenig so für, ne? Da wo er halt liegt, sei Schlafplatz und so und Ding, sei Hundedecken oder was weiß ich. Aber das ist für direkt auf den Hund. Klar,
Weil für alles andere haben wir ja unseren Textilerfrischer, dann bräuchert man den ja nicht, ne? Das ist ja Käse, ne? Ich bin schon auch doof, ne? Ich bin schon auch ein wenig blöd, glaube ich manchmal. Naja. Und dann, Gott sei Dank bin ich ja Frank. Ja, der Spruch ist geil. Welcher? Ach so, mit den Sachsen, Etzer. Ja, das stimmt, ja. Ja, Gott sei Dank bin ich ja Frank, du hast recht. Suche ich einmal. Bin ich dafür, dass ich dagegen bin? Na, oh Gott, ey. Ich war schon lange nicht mehr live, man merkt, ich bin total übermüdig heute, ja. Und dann habe ich mir mal noch eine kleine Mini-Duftlampe bestellt. Ich habe ja noch nicht genug, ne? Aus der Weihnachtskollektion und dann habe ich alle. So, alle Mini-Duftlampen aus der Weihnachtskollektion. Jetzt habe ich sie alle. Und dann nehme ich euch jetzt gleich einmal mit. Das ist nämlich eine Keramiklampe und ich habe die Tage erst wieder eine Frage bekommen, wie man die denn zusammenbaut. Ne? Durch das, dass ich immer meine Glaslampen zeige, da wird es ja bloß zusammengedreht. Und die Keramiklampen, die funktionieren ein bisschen anders. Also die haben ein anderes Gewinde. Da werde ich das euch jetzt einmal zeigen, wie das da funktioniert, dass ihr das einmal gesehen habt. Auch, ne? Lass mal bei den. Halt nach, Schmarri, ich kann ja den Stecker nehmen. Brauche ich den nicht auspacken. Ich nehme jetzt einfach mal den. Schau da nicht so genau, oh, der ist ein bisschen, da ist mir schon wieder ein bisschen Wachs da übergeschwappt. Darum schaut der ein bisschen so aus. Also, jetzt passt es einmal auf. Jetzt mache ich das einmal ab. Ich will euch ja zeigen, wie das da funktioniert. Jetzt genau. Von der Funktionsweise natürlich ganz genauso. Da wird die Glühbirne reingedreht. Und da seht ihr schon, da ist das Gewinde ein bisschen anders. Bei den Glaslampen ist es ja komplett rund und viel größer. Und da ist es ein bisschen kleiner und da stehen zwar so, ja, da sind wir zwar so Nibberle raus. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Jetzt, wenn irgendwas Dunkles dahinter ist, dann sieht man es besser. Genau. Und zwar ist es deswegen so, weil natürlich beim Keramikschirm auch der Schirm ein bisschen anders ist, logischerweise, dass das wieder zusammenpasst. Ne, seht ihr das? Die hat da ein kleines Loch und zwar so Nibberle rechts und links raus. Und dann dreht man das praktisch so dagegen. Und jetzt seht ihr schon, dass das absolut wackelig ist. Ne? Deswegen sind immer zwei Gummiringler dabei. Ja. Jetzt wird's interessant, ne? Gummiringler. Also, mir persönlich, es ist ein dicker und ein ganz feiner, dünner. Mir persönlich hat schon immer der dicke gereicht. Ja, jetzt kann die Anja lachen, ne? Jetzt passen wir auf, jetzt lernst du noch was. Also man führe den Gummi da drüber, übers Glühbirnle. Und dann weiter bis unter den Nippel da. Ja, ist ein bisschen gefreckt mit den blöden Nägeln. Ich bin froh, wenn die wieder ein bisschen kürzer sind. Die Joy ist ja toll. Ja, total. Die hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Die habe ich die ganze Zeit vergessen, dass ich mir es mitbestelle. Jetzt, wo ich das letzte Mal mal Party voll gehabt habe, habe ich mir es da mit reingekaut für umsonst natürlich. Ne? Ist ja logisch. Genau. Also jetzt ist der. Oh, da kommt jemand. Hör mal, Mo ist schon da. Na, Wahnsinn. Naja, lasst euch nicht stören. Ha, eine schöne Überraschung. Hi. Alles gut? Ha. Naja. Ich bin hungry, mir ist nicht gut. Ja, Schatzi, ich bin da gerade am. Ja, ja. Ich mach nicht mehr lang, ja? Mein Gott, aber der Mann, na, sei Ruhe. Heiderzang. Sexualkunde bei Steffi, naja, nicht ganz. Es geht ja immer nur um Lampen. Ja, weil ich da gerade erkläre, wie die Keramik zusammengemacht werden mit den Ringlern, ne? Ach so. Ja, die Ringle da drüber führen bis unter die Nippel, ja? Ganz wichtig, sonst hilft's nichts. Genau. Und dann dreht man es wieder drauf und dann ist es auch fest. Dann schlackert es auch nicht so rum. Sollte es immer noch schlackern, kann man den dünnen Gummi auch noch dazu nehmen und sollte es dann immer noch schlackern,
Ja, jetzt habe ich es falsch gemacht, ne? Von lauter, lass mir auch noch mit. Muss ich euch zeigen. Ich hoffe, man sieht es gescheit. Ja, servus, la. Schneggela. Menschenskinder. Ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht. Der Gummi hat zwei Seiten, auch ganz glatte. Da kannst du auch mal leiser deine Dosen aufmachen. Weil dann meinst du, die fallen die Ohren raus. Also, der hat eine glatte Seiten und eine, wo ein bisschen so, seht ihr das? Ich hoffe, man sieht's. Und die muss oben sein. Ich habe es jetzt falsch rum gemacht. Also die glatte Seite, mein Gott, die glatte Seite nach unten. Sonst funzt es nicht. Ich habe es, glaube ich, verkehrt rum gemacht. Ja. Jetzt wisst ihr auch, warum mir die Glaslampen lieber sind. Na, Geschmarri. Das ist wurscht. Wenn man das einmal gemacht hat, dann macht man das auch. Genau. Und drauf, genau. Jetzt ist es aber immer noch ein bisschen wackelig. Wahrscheinlich, weil das schon ein wenig so alter Gummi ist. Also man kann jetzt da die glatte und die mitten. Ja, genau. Genau, Susi. Also man kann da jetzt, wenn es immer noch ein wenig wackelt, das dünne Ringler noch dazu nehmen. Oder aber hier ist ein ganz, ganz kleines Schräubchen. Da kann